Hallo ihr Lieben, hier zu einer neuen Folge von Starfield. Ja, ich bin hier schon mal nach New Atlantis zurückgeflogen. Wir müssen gleich mit unserem UC-Commander sprechen, denn wir haben ja noch eine Terrormorph-Probe, die wir von einem Arzt auf dem Mars untersuchen lassen müssen. Aber vorher müssen wir mit unserem Commander sprechen, das werden wir gleich machen. Schaut mal, wo ich hier gerade bin. Ich bin hier bei diesem Flugsimulator. Vor ein paar Folgen haben wir hier schon mal diesen Test absolviert und ihr habt mir einen richtig guten Kommentar hinterlassen. Denn schaut mal bitte, hier gibt es nämlich einen Skill, der heißt Fliegen. Und für diesen Fliegenskill kann man hier solche Herausforderungen oder braucht man die Herausforderungen unter anderem, dass man hier Schiffe zerstören soll. Und ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht. Zerstöre 15 Schiffe habe ich jetzt abgeschlossen. Ich könnte also jetzt hier diesen Rang 3 dann freischalten. Also richtig klasse. Raumschiffe, die ihr hier in diesem Flugsimulator zerstört, zählen also für diesen Skill. Also nochmal vielen lieben Dank für den Hinweis. Und könnt ihr euch erinnern, der hier hat uns ja auch gesagt, wir können ruhig alles nutzen, was wir so im Ärmel haben. Da habe ich dann das Spiel auf sehr leicht gestellt und damit konnte ich auch alle 6 Runden hier im Simulator abschließen. Ja, ist schon eine coole Sache. Er hat uns ja eigentlich gesagt, wir können jedes Mittel anwenden. Und ich habe jetzt aber mein Spiel wieder auf normal. Ich zeige euch das kurz, da schaut, weil sonst spiele ich nur auf normal. Ist eingestellt. Ja, also eine richtig klasse Sache und erstmal generell vielen lieben Dank für eure tollen Kommentare, die ihr mir alle immer so hinterlasst. Freue ich mich wirklich sehr drüber. So, Sarah, kann es losgehen? Mäusel? Ja, es geht los, ne? Wir schauen mal in die Missionen. Ja, nach Cydonia können wir dann auch wirklich erst, wenn wir das heute abgeschlossen haben. Also wir müssen mit Routinearbeit weitermachen. Und wir müssen zu unserem Commander Tuala. Genau. Mit dem sollen wir erstmal sprechen. Das werden wir jetzt machen. Der müsste ja hier auch in diesem Gebäude sein. Dann werden wir da mal schnell hinflitzen. So, danach müssen wir dann bestimmt zum Mars. Dann werden wir mal mit dir reden. Oh, hallo. Wie lief es? Wir können die Nachbesprechung durchführen, wenn du bereit bist. Dann heißen wir dich auch offiziell bei der Vanguard willkommen. Ich brauche deine Erlaubnis, um eine Terrormorph-Probe zum Mars zu bringen. Was? Wie bist du denn bei der Reparatur des COM-Systems an eine Terrormorph-Probe gekommen? Was ist mit den Siedlern? Oh, die waren nicht mehr da. Genau, keine Überlebenden. Es war ein Terrormorph, den ich getötet habe. Du hast einen Terrormorph getötet? Ja. Auf deiner ersten Mission? Ganz ehrlich, heilige Scheiße. Sogar schon mein zweiter Terrormorph. Supra et Ultra trifft es nicht mal ansatzweise. Dafür hast du dir eine nette Gefahrenzulage verdient. Oh, das klingt aber gut. Wenn keiner der Siedler überlebt hat, für wen überbringst du dann die Probe? Eine Forscherin hat den Ort untersucht. Ich soll dir diese Genmarke zeigen. Stimmt, eine Forscherin? Die hat sie uns ja gegeben, ne? Zeig mal her. Sanon. Den Namen kenne ich. Ich schaue mal nach. Viele dieser Daten sind geheim. Da. Ihr Eintrag. Wow, das sind ziemlich viele Belobigungen. Sie hat offenbar mit Auszeichnung gedient als Co-Leiterin einer UC-Xeno-Waffenabteilung, kam am Ende des Koloniekriegs vor ein Tribunal, wurde aus dem Dienst entlassen. Da habe ich ihren Namen wohl schon mal gehört. Wenn sie mit Xeno-Kriegsführung was zu tun hatte, dürfte sie auf jeden Fall was über Aliens wissen. Das könnte eine dringende Mission sein. Sieht ganz danach aus. Hat diese Überlebende, Hadrian, erwähnt, warum sie diese Probe für so besonders hält? Sie weiß es nicht. Ein Dr. Walker auf dem Mars soll überprüfen, ob sie eine Gefahr darstellt. Verstehe. Also, das ist eine der überraschendsten Nachbesprechungen, die ich je erlebt habe. Aber wenn Hadrian Sanon glaubt, dass die Probe zum Mars muss, dann werden wir dafür sorgen, dass das geschieht. Ich kümmere mich um die Freigaben und deine Credits. Das sind deine ersten offiziellen Befehle. Und hier, damit jeder weiß, dass du bei den Vanguard bist. Willkommen in der Navy, Captain. Danke. Die Vanguard hat auch spezielle Schiffsmodifikationen. Wenn du das nächste Mal im Raumhafen bist, erhältst du Zugriff darauf. Rede mit der Schiffswartung. Falls das alles war, schlage ich vor, dass du ausrückst. Da müssen wir unbedingt mal schauen. Oh, wir bekommen wieder ganz viele Sachen und eine Errungenschaft und Level 12. Oh, wie cool. 5000 Credits. Teuflische Lieferung. Neue Mission.
Okay, wir schauen einfach mal kurz hier nach, was wir jetzt hier bekommen haben. Also wir haben 5000 Credits bekommen, auch 78.000 haben wir jetzt, sehr gut. Ein Rucksack, ein Helm und ein Anzug. Helm und Rucksack sind jetzt nicht besser, aber das Boost-Pack ist ein Stück besser als das, was wir aktuell tragen. Ich wundere mich gerade, jetzt hat er mir auch einen vollständigen Anzug gegeben. Könnt ihr euch noch erinnern, wo die Sarah zu mir gesagt hat, dass wir einen besseren Anzug bekommen oder einen ordentlichen und dann unten in der Loge diese Rüstungspuppe aufgeschlossen war bei mir, da stand er offen und wir konnten uns da einen Anzug rausnehmen. Da habt ihr ja auch gefragt, wieso das bei mir offen war. Da dachte ich erst, das hängt mit der Aussage von der Sarah zusammen, aber jetzt haben wir von dem auch einen Anzug bekommen. Echt die Frage. Wir schauen mal kurz rein. Rucksack. Wir tragen aktuell den hier. Ach so, aber der hat schöne passive Sachen. Ich glaube, ich lasse den erstmal an. Ausgewogenes Boostpack. Ja, so ein bisschen besser ist er da oben, aber der hat halt die anderen Sachen nicht, ne? Wir lassen erstmal den an. Aber cool. 5000 Credits ist auch was Gutes. Jetzt schauen wir kurz in die Mission. Teuflische Lieferung. Auf Karte zeigen machen wir mal. Zydonia. Ah, Zydonia ist auch auf dem Mars. Okay. Das ist eine Stadt, kann das sein? Ich dachte, das ist ein Planet gewesen. Oh je. Na toll. Oh, das ist ja cool. Das ist auch auf dem Mars. Hier haben wir jetzt so viele Aufträge dann da. Oh, klasse. Ja gut, dann werden wir da hin, oder? Kommen wir da einfach hin, Kurs festlegen, ja. Doch, das reicht aus. Wir sind hier und wir müssen hier hin. Gut, dann auf zum Mars. Security hier. Wir scannen jetzt nach Schmuggelware. Landefreigabe erteilt. Schönen Aufenthalt in Cydonia. Dankeschön. Ja, da sind wir durch den Security-Check gekommen. Ey, dann ist das auch alles hier. Ich dachte echt, das ist ein Planet oder so gewesen. Na toll. Gut, gut, das wollte ich nicht machen. Wir schauen jetzt nochmal. Ja, dann gehen wir direkt dahin. Ey, da haben wir wirklich ganz viele Sachen. Wartet mal, wir scannen erstmal schnell. Oh, cool. Den nächsten Planeten, den wir dann machen können. Und Tau City 2 System könnten wir auch mal fertig machen. Vielleicht mache ich das auch mal außerhalb des Gameplays. Da war ja nicht ganz so viel. Und wisst ihr was? New Atlantis haben wir auch noch nicht wirklich erkundet. Da gibt es ja auch noch ganz viel zu erkunden. Aber hier gibt es keine Fauna. Und Flora anscheinend auch nicht. Okay, wir landen da jetzt einfach mal. Wir sind am Ziel. So, ich bin schon mal gleich ausgestiegen. Oh, ein Sandsturm scheint hier gerade zu sein. Oh, das ist ja cool. Was ganz Neues zum Entdecken. Oh, da hat sogar die Sarah ihren Raumanzug an. Ey, so habe ich dich ja noch gar nicht gesehen. Wie cool ist denn das bitte? Sehr schön. Ja, du bleibst immer noch eine Weile bei uns, nicht wahr, Sarah? So, Zydonia, neuer Ort entdeckt. Sehr schön. So, wir müssen jetzt. Haben wir jetzt die Mission eingehakt? Nochmal schnell schauen. Ja. Wir müssen jetzt zu dem Arzt gehen. Ist hier zufällig ein Schiffstechniker? Der hat ja gesagt, wir haben jetzt neue Teile. Hätte ich gerne mal geschaut vorher. Aber scheint keiner zu sein. Ein Sandsturm. Schauen, ob wir hier irgendwas looten können. Oh, das ist ja genial. Gehen wir da lang. Thermoparasiten in den Antrieben, Parasiten auf der Hülle und im Grafantrieb. Das würde dann wohl die Ausfälle erklären. Was kostet mich der Spaß? Das dürfte eine mittlere fünfstellige Summe werden. Fünfstellig? Fünf? Na schön, ich mach es. Ich bin an der Bar. Sag mir dann Bescheid. Bin schon dabei.
Ah, hier haben wir einen Techniker, okay. Ah, da ist ein Verkaufsautomat, okay, gut. Ungezieferentfernung läuft. Vorsicht! Okay, kann ich mit dir kurz reden? Zurücktreten, bitte. Zurücktreten? Ich würde mit dir eigentlich mal reden, weil ich würde schauen, was wir für neue Teile haben. Oder bist du derjenige? Hey, wie kann ich dir helfen? Ja, du bist der anscheinend. Willst du irgendwas abladen? Die Handelsaufsicht sucht immer Ware. Der Automat ist gleich hier. Okay, ich würde gerne meine Schiffe sehen und modifizieren. Okay, kein Problem. Schauen wir hier mal schnell rein. In den Schiffsbilder. So. Und dann hinzufügen. Ja, schaut mal. Vanguard Schildgenerator. Wir haben wirklich jetzt andere Sachen hier drin. Oh, wie cool. Hier. Auch Vanguard Autokanone. Oh, cool. Das schaue ich mir dann nochmal genauer an. Oh, Frachträume. 320. Der ist neu, oder? Storm Max? Ich glaube ja. Hier haben wir einen 320er. Hier, nee, die sind auch neu. 300. Raumschiff-Design. Schaut mal, da müssen wir auch irgendwelche Skillpunkte reingeben. Okay, gut zu wissen. Aber momentan haben wir gar keine Skillpunkte mehr zur Verfügung. Da müssen wir erst aufleveln. Ich glaube, einen haben wir jetzt bekommen durch unser Level 12. Ja, aber wir müssen uns ja nicht durchhetzen. Das ist schon mal richtig cool. Neue Teile sind immer gut. Ja, danke, das war's schon. Achso, nee, warte mal, hast du andere Schiffe? Kann ich dir irgendwie helfen? Das würde mich jetzt du auch mal interessieren. Du findest sicher was dir gefällt. So, das hast du. 320. Hast du auch eins mit so einer großen Kapazität? Antrieb. 200. Hier sind andere drin, ne? 1460. Aber Sprungdistanz ist hier nicht so gut und so, ne? Und einiges schlechter. Nee, also der hat auf jeden Fall ein paar andere Schiffe. Okay, cool. Sehr gut. Okay, wir gehen erstmal weiter. Voll anders sieht die Server jetzt aus. So, da oben müssen wir, glaube ich, lang. Bin ich gespannt. Saldonia komplett unterirdisch zu bauen, war eine kluge Lösung, um die Stadt vor der rauen Marslandschaft zu schützen. Aus unterirdisch? Genial. So, Sarah hat eben gesagt, dass sie was für mich hat. Dann sag mal, ich war lange nicht mehr auf dem Mars. Endlich fragst du mal. Hier. Wer bist denn du? Was hast du mir jetzt gegeben? Aromastoff. Dankeschön. Du könntest mir ruhig ein bisschen was mehr geben. Ja, komm, ich muss mit dir los. Du willst mit mir reden? Ja, komm. Warum nicht? Waylon. Bin ich dir im Weg? Sorry. Du scheinst etwas nervös. Alles okay? Naja, doch. Ja. Weißt du, ich verletze mich dauernd bei der Arbeit. Nichts Wildes. Hab ein paar Finger und Zehen verloren und so. Oje. Und, naja, ich muss oft zu Dr. Flynn zur Behandlung. Ich glaube, sie ist schon total genervt von mir. Kann ich auch gut verstehen. Ich will ihr einen Brief schreiben, um mich zu entschuldigen. Aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich will nicht komisch oder nervig wirken. Magst du die Arbeit als meiner? Nein. Oh, war das zu ehrlich? Ich weiß nicht, der Job ist gut bezahlt, klar, aber auch anstrengend und gefährlich. Ich verletze mich oft. Ich freue mich definitiv darauf, dass mein Vertrag bald ausläuft und ich gehen kann. Aber ich weiß nicht, was ich dann mache. Oh Mann, das ist alles so stressig. Ach, der Arme. Okay, aber du gibst uns jetzt keinen Auftrag oder so, nein? Ich dachte, wir sollen dem jetzt beim Briefeschreiben helfen, aber anscheinend, nein. Oh, ja. Wiedersehen. Wiedersehen. Alles Gute dir. So, gut. Dann gibt's hier was Schönes für uns. 4 Ressourcen haben wir hier. Cool. Aber ich denke mal, die werden wir so entdecken mit. Hier war doch gerade was, oder? Ach, dahinter. Da kommen wir aber nicht rein. Gut. Dann geht's weiter. Oh, ich finde hier diese Teile richtig toll. Schaut mal. Cool. So.
Du bist ein Security. Ich gehe trotzdem einfach mal rein. Ich habe neulich im Wartungsgang ein paar Thermoparasiten gesehen, die sich gepaart haben. Den Anblick kriege ich so schnell nicht mehr aus dem Kopf. Okay, das glaube ich dir. Warst du schon mal auf Aquila? Die Security-Uniformen da sind richtig, richtig cool. Ja, du hast aber auch eine coole Uniform an. So, spinnt für gestohlene Dinge. Oh. Könnte ich gebrauchen, auf meinem Schiff oder so. Ja, hier haben wir ein Klo. Wir machen mal Licht an. Ich bin mal gespannt, wann wir unser erstes, ja, wie soll ich das sagen, richtiges Haus oder Wohnung für uns ganz allein haben. Also was nicht soll nur das heißen? Zimmer. Es gibt keine Arbeit. Ja, hast du eine Ahnung, wie weit wir geflogen sind? Wie viel wir geblecht haben, um auf diesen staubigen Felsen zu kommen? Es hieß, hier gibt es Jobs. Hey, ich verstehe euch, aber wir haben gerade die letzten Stellen besetzt. Ende nächsten Monats laufen aber ein paar Verträge aus. Vielleicht wollen die ja nicht verlängern. Das ist doch Bullshit. Ich habe eine Frau und Kinder. Wir können nicht fast 2 Monate auf einen unsicheren Job warten. Hey, ich verstehe das, aber ich kann nichts machen. Redet mit der Zentrale, wenn ihr wollt. Tut mir leid, aber ich muss wieder zurück an die Arbeit. Komm schon, vergiss es. Hauen wir einfach ab. Vielleicht kriegen wir noch einen Flug nach Hause. Du siehst aus wie ein Miner. Scheiße. Wenn endlich neue Verträge abgeschlossen werden können, probier es doch mal. Na krass, wir haben eine neue Aktivität reinbekommen. Die Gefahrenzulage für wir sollen mit dem hier, glaube ich, sprechen, ja. Oh je. Ey, wir haben so viele Aktivitäten, das ist unglaublich. Wenn du es mit der Kopfgeldjagd versuchen willst, sag Bescheid. Ah, du bist ein Kopfgeldagent oder wie? Was ist denn jetzt los? Teilchendetonation? Wie geht der Spruch? Keine Gnade, keine Gefangenen? Mein Kumpel Mitch nervt mich, dass ich ihm bei etwas helfen soll, aber ich habe einfach keine Zeit. Oh, was ist denn das hier? Ey, krass. Wir werden hier schon wieder so überschlagen. Wir haben noch eine Aktivität reinbekommen. Oh je, wir müssen erstmal die ganzen Aktivitäten in New Atlantis machen. Normale Aktivität kann fortgesetzt. Okay, das war eine Sicherheitsankündigung. Was ist hier los? Oh, krass. Wartet mal also, hier. Also, was kann ich für dich tun? Ja, komm, lass mal kurz reden. Hey, Schätzchen. Du siehst aus, als könntest du dir die Hände schmutzig machen. Echt? Ich hab schon mal die Tracker-Allianz ist immer auf der Suche nach Kopfgeldjägern, die gesuchte Verbrecher finden und töten. Wenn das was für dich wäre, rede mit mir oder sieh dir die Auftragsbörse an. Ah, okay. Ich suche nach Kopfgeldaufträgen. Ich könnte dir bei einem Job helfen, wenn du zahlst. Gut, Kurzfassung. Ich bin hier nur stationiert, weil ich bei einem Auftrag die falsche Zielperson umgelegt habe. Die richtige ist entkommen. Das lässt mir keine Ruhe. Jetzt geht das Gerücht um, dass dieser Mistkerl auf dem Mars rumschleicht. Aber ich hatte bisher noch nicht das Glück, ihm über den Weg zu laufen. Ich glaube, dafür ist er zu clever. Ich weiß schon, wie ich ihn finden kann. Aber ich muss meinem Tracker-Kontakt beweisen, dass er hier ist. Da kommst du ins Spiel. Du musst nur einen Sensor platzieren. Ah, okay. Wie soll ein Sensor diesen Typ finden? Er weiß es nicht, aber er trägt einen Chip mit einer einzigartigen ID in sich. Einer der Gründe, warum er gelernt hat, Städte zu meiden. Sobald er irgendwo auftaucht, finden die Tracker ihn. Also hält er sich fern. Er ist schwer zu fassen. Deswegen schicke ich jemanden dorthin, wo er sich wohlfühlt, an den Stadtrand. Der Sensor ist auf den Chip eingestellt. Jetzt verstehst du es, oder? Das können wir machen. Demnächst mit. Wir haben hier so viele Aufträge. Ja gut, bin dabei. Okay, also, du nimmst diesen Sensor hier und platzierst ihn ganz oben auf dem Turm vom alten Mars-Launchpad, wo er schöne, freie und unbehinderte Sicht hat. Du brauchst ein Boost-Pack, um da hochzukommen, sonst musst du klettern und das ist schwierig. So gering ist die Schwerkraft auf dem Mars dann auch wieder nicht. Okay, das Ding verfolgt das Chip-Signal meiner Zielperson. Ich rufe meinen Partner, der erledigt ihn dann. Verschwinde und komm wieder, sobald du fertig bist. Und verschreck den Mistkerl nicht, klar? Klar? Gut. Okay. Ey, das ist so krass, was wir hier alles reinbekommen und machen können. Jetzt müssen wir ganz schnell mal schauen. Wir haben jetzt noch die teuflische Lieferung drin. Und hier das mit dem Kopfgeld. Ah, cool. Dann sind wir dann mörderisch unterwegs. Ja, teuflische Lieferung ist noch drin. Oder? Ja, ich denke schon.
Ja, genau, da unten müssen wir hin. Wo geht's denn hier eigentlich hin? Ey, so viel Neues. Helf mit, dass Cydonia Graffiti frei bleibt. Ah, gut, mache ich. Ich halte die Augen offen. Wenn ich jemanden erwische, vermöbel ich denjenigen. Oh, cool. Richtig cool. Aber so Kopfgeldsachen, vielleicht bekommen wir ja dann irgendwie mal gesagt, wie wir so Sachen irgendwo reinschmuggeln können. Oder das ist hier sogar erlaubt, dass wir solche Sachen... Wir haben ja so übelst teure Schmuggelware schon gefunden. Ne? Allein die Vorstellung, hier unten eingezwängt zu sein, die Dämpfe und den Staub zu atmen. Keine Bäume, kein Gras. Deprimierend. Naja. Gut, ich denke mal, die Leute können hier schon ganz gut leben mit der Zeit. Ja genau, wir hatten halt solche Schmuggelware schon gefunden. Und die muss man ja irgendwie auch verkaufen können. Wisst ihr, wie ich meine? Oh, alle reden hier. So. Hey, suchst du was Bestimmtes? Hallo. Ach, du bist ein Verkäufer. Okay. Kann ich hier reinschauen? Oh, das können wir sogar nehmen. Gut, dann schaue ich mich hier kurz um. Ah, nee, da stehen wir. Okay, gut. So. Wie geht's? Kann ich dir helfen? Hier ist der Arzt, oder? Bist du der? Nee, du bist wer anders. Was haben wir denn jetzt drin? Ach so, genau, wir müssen uns hier erst erkundigen. Okay, gut. Alles richtig. Hallo. Rechnung erhältst du im... Oh, du willst gar nichts ausliefern. Nee, nee. Angeblich arbeitet hier ein Mann namens Walker. Arbeitete. Dr. Walker ist schon seit einiger Zeit nicht mehr hier angestellt. Ein Jammer. Wir hatten sehr große Hoffnungen an Percival gesetzt. Ich habe ihn für medizinische und biologische Beratungen herangezogen. Nicht das, was die Handelsaufsicht normalerweise macht. Aber wir dachten uns, es hätte das Potenzial, eine ganz neue Art von Einnahmen zu generieren. Ich habe jede Menge Eigenkapital in das Vorhaben investiert. Aber nach einem Problem beschloss er zu verschwinden. Ich vermute, die Miner haben ihn versteckt. Dieser Felsen hier hat ziemlich viele Spalten. Aber das ist wahrscheinlich auch am besten so. Ich kann versuchen, ihn zu finden. Ja, von was für ein Problem reden wir? Fragen wir es mal danach. Dr. Walker hat eigene Arzneimittel hergestellt und verkauft. An unsere Kunden. Zum Selbstkostenpreis. Dies war ihm laut Vertrag ausdrücklich untersagt. Daher verlangten wir unseren Anteil am Gewinn und kürzten sein Gehalt. Vielleicht etwas zu stark, aber innerhalb gesetzlicher Rahmen. Dann verschwand er. Er hat seine Pflicht vernachlässigt und seine Schulden nicht bezahlt. Warum haben die Miner ihn versteckt? Sie alle waren Devils. Red Devils. Eine UC Marine-Einheit hier auf dem Mars, die jedoch kurz nach dem Koloniekrieg aufgelöst wurde. Ich vermute, einige von ihnen haben gemeinsam mit Dr. Walker gedient. Im Kampf geschmiedete Bande. Okay, ich kann versuchen, ihn zu finden. Nicht nötig. Die Handelsaufsicht hat kein Interesse daran, derart unzuverlässige Personen zu beschäftigen. Aber wenn du ihn dazu bringen könntest, seine Schulden zu begleichen, wären wir dir zu größtem Dank verpflichtet. Ich verabscheue die Handelsaufsicht. Ist es wirklich nötig, dass wir ihr helfen? Finde ich nicht so gut. Der soll uns ja auch helfen, ne? Der Dr. Walker. Mal sehen oder ich treibe kein Geld ein. Ja, ich mal erstmal mal sehen. Ich treibe kein Geld ein. Ich muss nur wissen, wie ich ihn finden kann. Das hätte ich nicht besser sagen können. Oh, cool. Selbstbewusstsein Schade. Erhalten. Vielleicht könnte ein kleiner Vorschuss dein Interesse wecken. Oh, na toll. Geh zum Sixth Circle. Eine Bar auf der untersten Ebene der Stadt. Falls jemand in Cydonia weiß, wo Percival ist, hält sich diese Person dort auf. Okay. Gut. Dann werden wir da zuerst jetzt hingehen. Cool, das hat dir gefallen, was ich gesagt habe. Sehr schön. Oh, krass. Das müssen wir uns alles nochmal genauer ansehen. Also ist das hier alles unterirdisch erbaut. Hier müssen wir hin, okay.
Kommst du auch? Sehr schön. Na gut, dann bleib halt da stehen. Ja, wäre auch zu einfach gewesen, wenn der Percival einfach nur da gewesen wäre. Hier müssen wir rein, oder? Oh, cool. Da ist die Bar. Ja. Das Broken Spear ist oben. Lass dich da vorlaufen. Hier haben nur Devils-Veteranen und Co. Zutritt. Na toll. Bleib locker, ich bin von der Vanguard. Angeblich weißt du, wo Percival ist. Doc Walker? Tja, da bist du auf dem Holz. Andy, du da. Warum sagst du mir nicht einfach, was ein Vanguard-Captain von Walker will? Okay, wir sollen jetzt mit dem Barkeeper reden. Was hast du denn hier Schönes für mich? Kann ich mir das mitnehmen? Die Red Devils sind kein normales Kneipenpublikum. Man sieht es in ihren Augen. Wir gehören hier nicht her. Okay, Sarah, aber trotzdem müssen wir den Arzt finden. Nur der kann uns anscheinend weiterhelfen. Hier stehen wir alles. Okay. Na, dann müssen wir wohl mit dem hier reden. Irgend so ein Topsider kommt in meine Bar und will Percival Walker finden. Da fragt man sich doch, was du von ihm willst. Nur gute Gründe. Terramorphs könnten die Galaxie bedrohen. Percival muss mir helfen, sie aufzuhalten. Was? Wurde ihnen etwa ein Schlachtkräuter geschenkt? Du kannst dir gerne verrückte Geschichten ausdenken, aber schlag dir das mit Percival aus dem Kopf. Ist keine verrückte Geschichte. Echt, ich hab gegen einen gekämpft. Bitte, es könnten Leben in Gefahr sein. Sag mir einfach, wo ich ihn finde. Stopp! Selbst wenn ich wüsste, wo er ist, erzähle ich doch niemand dahergelaufenem. Ha. Vielleicht kannst du da ja was machen. Okay, was? Percival hat Schulden bei der Handelsaufsicht. Ja, das haben wir schon gehört. Begleich sie und zeig, dass du mit ihm und den anderen Devils befreundet bist. Und Freunden helfe ich immer gern. Okay, also muss ich seine Schulden jetzt begleichen? Ja. Könnten wir versuchen, ja komm, mal sehen, ob ich die Schulden begleichen kann. Schön zu hören. Also, meine Meinung dazu. Der direkteste Ansatz wäre, einfach bei der Aufsicht reinzuspazieren und die Schulden gleich zu begleichen, falls du Credits hast, die du nicht brauchst. Angeblich speichert die Aufsicht ihre gesamten Unterlagen und Inkasso-Dateien auf einem zentralen Server in ihrem Lagerraum. Wenn da jemand einbrechen und Percivals Schulden auf, sagen wir mal, ein paar akzeptable 100 Credits anpassen würde, könnte ich die Kosten gerne übernehmen. So eine Anpassung wäre illegal. Diesen Weg sollten wir lieber nicht gehen. Also, willst du losziehen und Dr. Walker helfen? Optional, ändere Sachen. Okay. Möglicher Kopfgeldjäger, komm her. Och Mann, jetzt will der Nächste was von uns. Sprich mit dem Gast in der Bar. Oh. Wir könnten die Schulden auch einfach begleichen. Ja, was willst du denn jetzt? Hab gehört, wie du mit Lou geredet hast. Du hilfst also Dr. Walker? Ja, eigentlich schon, ne? Ich werde es versuchen. Na gut, gut. Percival ist ein Guter. Pass auf, ich weiß, wie du das hinkriegst, ohne irgendwo einbrechen zu müssen. Oh ja, dann sag mal bitte. Wässriger Hämatit. Was ist das denn? Der Mars ist voll davon. Die Leute halten ihn für Müll. Aber Percival und ich haben an Projekten in den Tiefminen gearbeitet. Zumindest als er noch nicht für die Handelsaufsicht geschuftet hat. Aber wir wissen, wie man ihn nutzbar macht. Und profitabel. Wenn du Octai bei der Aufsicht unsere Forschung gibst, müsste das Percivals Schulden mehr als begleichen. Der sucht immer nach Vorteilen für sich. Klingt ja recht einfach. Entschuldigung, wer bist du? Ja genau, das würde ich ganz gerne erstmal wissen. Oh, ich bin Cambridge. Ich war Percivals Assistent. Okay. Oder eher sein Schüler. Er hat mich angestellt, damit ich ihm bei einem seiner Nebenprojekte helfe. Ich kenne all seine Experimente. Und ich wusste, dass das hier was Großes war. Wässriger Hämatit, was ist das? Hauptsächlich Eisen und Abwasser aus 3 Jahrhunderten. Aber nur Percival kann dir sagen, was da an Spurenelementen und so einem Zeug drin ist. Aber er sammelt sich in der Nähe von Siedlungen an und irgendwas im Marsboden wandelt ihn um. Ah, und wir glauben, dass wir eine neue Verwendung dafür gefunden haben. Es gibt wohl einen Grund, warum die Aufsicht es noch nicht hat. Ja. Wir konnten die Forschung nie abschließen. Spacer haben sich eingenistet und uns vertrieben. Oh je, ich glaube, ich weiß, wohin das führt. Aber wenn du sie beseitigst, kann ich dir zeigen, wie du die Forschung fertigstellst.
Dann kannst du sie der Handelsaufsicht geben und die Leute haben wieder Arbeit in den Tiefminen. Es gibt wieder Jobs. Ich werde ein moderner Volksheld und muss nicht mehr auf einem aufgeblasenen Raumanzug schlafen. Wir haben ja schon das Gespräch vorhin gehört, ne? Da hat ja einer gesagt, er hat Familie und Kinder und wenn es denn keine Jobs mehr gibt, eigentlich eine gute Sache, weil wir ja dann sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen würden, sozusagen. Das wäre nicht so schlecht. Das gefällt mir und wir müssten rein theoretischerweise nichts Illegales machen, was wiederum der Server nicht gefällt. Ja gut, was sind Spacer? Das wissen wir ja jetzt mittlerweile. Ganz schön viel Arbeit. Ja, wir haben jetzt ganz schön viel zu tun. Ja gut, kommt. Gut, sag mir einfach, wo die Mine ist. Ja, ja. Ja klar, mach. Der Zugang zu den Tiefminen liegt außerhalb der Stadt. Okay. Ist nicht weit. Du musst wahrscheinlich nicht mal dein Schiff nehmen. Wir waren beim Hauptbohrer. Wenn du den Spacer-Anführer ausschaltest, dürfte der Rest die Botschaft verstehen und sich verziehen. Melde dich danach über das Kommfeld bei mir. Dann kann ich dir zeigen, wie du die Forschung zu Ende bringst. Okay. Ach, herrje. Okay, wir müssen den Spacer dann töten bei diesen Tiefminen. Gut, dann probieren wir das einfach. Ah ja, das hast du schon mal gesagt. Ja, ist krass. Da denkt man einfach, geben wir die Probe dem Percival und dann haben wir das Ganze erledigt, treffen uns mit den ganzen anderen, machen die ganzen anderen Aufträge. Aber Pustekuchen, dann hat man gleich wieder 20 neue Aufträge in der Tasche. Ganz toll. Super. So, ja gut. Sei bei den Minen vorsichtig. Aktive Schächte betrittst du auf eigene Gefahr. Okay, ich muss hier aber leider hin. Ich habe hier einen wichtigen Auftrag. Gut, dann gehen wir hier mal wieder raus. Ich bin ja irgendwie froh, dass ich hier nicht alleine bin. So, hier haben wir wieder Sandsturm. Okay, wir müssen jetzt... Zeigt das mir wieder hier an. Wartet mal, wir schauen mal schnell auf die Karte. Ah, gute Frage. Aber der hat uns ja hier gerade... rausgeführt, oder? Hier müssen wir hin. Wir sind jetzt hier. Doch, da sollten wir ankommen. Wenn es nicht geht, werden wir mal schauen. Dann lande ich einfach mit dem Schiff da. Aber der hat ja gesagt, wir brauchen unser Schiff nicht. Ach nee, wir sind doch richtig. Okay. Gut. Okay. So. Hä? Wer bist Überprüfe du? Überprüfe dein Schiff alle paar Ladungen auf Thermoparasiten. Okay, mach ich. Ja, klar. Die können nämlich ein gewaltiges Chaos verursachen. Habe ich bis jetzt noch nicht entdeckt. Mein Schiff ist anscheinend clean. So. Kann man hier einen Außenposten bauen? Nee. Was ist denn eigentlich immer das Piepen? Ist das jetzt von diesem Sandsturm? Oder... Hört ihr das? Das piept hier immer so komisch. Das sind 800 Meter. Ja gut, machen wir jetzt zu Fuß. Das wird natürlich richtig cool. Aber das gehört hier noch alles zu Zydonia, oder? Da wäre mein Schiff allerdings. Hätten wir vielleicht doch schnell hinfliegen können. Ach nee, wir laufen mal. Vielleicht entdecken wir hier ein bisschen was. Lungenschaden erlitten. Ach Mist, durch diesen Sandsturm hier kann das sein. Oh, okay. Wir schauen mal, ob wir dafür was haben. Ist das hier dafür? Nee, das ist nur Gesundheit. Das auch nicht. Oh, das ist ja doof. Durch diesen Sandsturm hier kann das sein, ja, ne? Oh, na toll. Habe ich nichts für Lungenschaden? Gliedmaßen. Verbrennungen. Habe ich jetzt gar nichts davon einstecken? Hier ist doch sowas, oder? Nee, Beinstärke. Ja, wir versuchen erstmal weiterzulaufen. Wartet mal, da war gerade noch irgendwas. Status. Schlechte Luftqualität. Ja, das ist das Piepen. Dann kommt doch immer dieses Symbol. Unzureichender Schutz vor Leiden.
Ah, dann ist anscheinend unser Helm nicht gut genug dafür, oder? Kann das sein? Gefährliche Witterung. Geht der Sandsturm auch mal weg? Wir müssen mal schauen, dass wir kein Leben verlieren. Ich habe jetzt echt nichts dafür einstecken. Ich laufe da mal hin. Wenn es gar nicht geht, können wir immer noch fliegen, aber wir laufen jetzt erstmal. Schaut mal, da vorne haben wir was. Das nehmen wir uns natürlich mit. Blei. Wartet, scannen. Da haben wir die erste Ressource. Da haben wir nochmal Blei. Oh, das ist schon mal cool. Sehr gut. Hier könnten wir rein theoretischerweise einen Außenposten setzen. Aber ich glaube, das ist hier nicht so sinnvoll. Wartet. Ah, der landet da bei Cydonia, oder? Oder landet er da? Nee, der landet da bei Cydonia. Können wir uns nicht klauen, das Schiff, denke ich mal. Oh, krass. Oh, hier haben wir wieder ganz viele Landmarken. Hier sind die verlassenen Minen. Finde ich natürlich richtig klasse. Da haben wir auch schon wieder eine. Da können wir dann irgendwann, wenn wir hier ein paar Missionen gemacht haben und so, auch wieder erkunden. Ja, und ich mache wieder ein bisschen was auch außerhalb des Gameplays dann hier erkunden. Husten, das gibt's doch gar nicht. Jetzt haben wir schon Husten. Dafür hatten wir, glaube ich, gerade was einstecken, aber ja, wir laufen erstmal weiter. Wir können ja auch schlafen. Ich weiß gerade nicht, ob das alle Leiden heilt. Bin mir jetzt nicht sicher. Aber man bekommt, glaube ich, auch mehr EP. Also Erfahrung, wenn man schläft. Müssen wir da mal schauen. So, 200 Meter sind es jetzt noch knapp gleich. Hier sind wieder ganz, ganz viele Landmarken. Ich höre ein Schiff. Das landet woanders. Unbekannt. Da möchte ich hin. Da möchte ich unbedingt kurz hin. Gebäude aber. Oh, das startet direkt wieder, oder? Das klingt zumindest so. Jetzt die Frage, wo ist denn das gelandet? Das sah aus wie dahinter. Wir gehen ganz kurz dahin. Wenn es nicht mehr da ist, ist nicht ganz so schlimm. Extreme solare Strahlung. Oh je. Aber wie halte ich denn das aus? Halten wir das mehr aus mit dem Helm, den wir vorhin bekommen haben? Irgendwelche Signale? Nee, ich habe nur was gescannt, Sarah. Wartet mal. Ganz kurz mal bei dem Helm schauen. Helm. Wir hatten den hier bekommen. Luftbasiert. Und wir tragen den hier. 5. Hier ist 20. Ich den mal kurz anziehe. Ich probiere es einfach mal. Wir können ja dann noch den wieder anziehen. Ob der ein bisschen besser ist. Einfach mal ausprobieren. Unbekannt. Oh, hier haben wir ganz, ganz viel wieder zu entdecken. Das ist so cool. Ich schaue bloß mal schnell, ob wir das Schiff hier noch sehen. Ob es hier noch irgendwo steht. Ich sehe es leider jetzt nicht mehr. Kann sein, dass es da bei dem Gebäude gelandet ist. Aber die Sicht ist halt auch sehr, sehr schlecht. Dann lasst uns jetzt erstmal zu unserem Missionsziel laufen, damit wir das heute wenigstens noch schaffen. So, okay, gleich sind wir da. Ich schaue doch mal schnell, ob wir irgendwas gegen den Husten wenigstens nehmen können. Wir haben jetzt so viele Symbole da. Für Husten hatte ich, glaube ich, was. Das hier. Antibiotika. Aber das wird nicht reichen. Leider. Ich habe viel abgelegt, glaube ich. Ja, aber immerhin was. Was haben wir hier noch? Zur Behandlung von Leiden. Gliedmaßen. Nee, das haben wir ja eigentlich nicht, ne?
Okay, dann erstmal wenigstens den Husten weggemacht. Ja, genau. Ist echt die Frage, ob der Helm jetzt was bringt. So, hier müssen wir jetzt aufpassen. Achtung, Sarah. Sie hat anscheinend was an, was sie ganz gut schützt. Okay. Dann schauen wir mal, wo die Schlingel sich aufhalten. Töte den Spacer-Boss. Das sollen wir machen. Verlassene Minen entdeckt. Da läuft jemand. Gehst du freiwillig? Gehst du freiwillig, hat er gesagt. Habt ihr gehört? So, wo bist du? Oh cool, jetzt gibt es wieder Action. Oh, wir haben hier so viel zu tun auf dem Mars. Echt unglaublich. Wo ist er? Da ist er. Unter Beschuss! Verdammt! Ich sterbe. Noch nicht. Achtung, Sarah. Oh, Sarah. Nicht. Ich mag sie einfach. Ganz kurz schauen. Da ist auch einer. Ist das der Spacer-Boss? Der ist dolle Geschütz. Ganz kurz, hier hinter. Hier landet ein Schiff, oder? Dahinter. Oh, dahinter ist was gelandet. Okay, wo ist denn der jetzt hin, bitte? Dann mal los! Nimmer wiedersehen! Ist da eine Tür? Gib mir Rückendeckung! Front hier. Nee. Der wird auch in Cydonia gelandet sein. So. Doch, wir sterben. Wo ist denn der jetzt hin, bitte? Meine Augen. Verdammt. Kommt nur her. Hat er sich jetzt hier reingebackt? Ah, es kann auch sein, dass er da lang gerannt ist. So, den haben wir auch. Ist der jetzt irgendwo reingegangen? Komisch. Durchlöchert sie! Pinsel um Gnade! Nächstes Mal. Alles okay? Ich mag den Schweißer. Also so für so ein paar Feinde ist das schon ganz gut. So, mal lieber heilen. Nachladen. Weil dafür habe ich auch recht viel Munition. So, wir sollten aber hier mal looten. Ich rieche Credits. Ja, ich auch. Ich auch. Kaliber 50. Was Nützliches gefunden? Ja. Oh, ja, ich denke mal schon. Ja, mein Helm. Noch eine Equinox, eine modifizierte. Oh, ich habe wieder Husten. Ich glaub's ja nicht. Oh Mann, was soll denn das? Sag mal, wenn der einen Helm hat. Hier. Strahlung. Oh, der ist aber auch nicht schlecht, der Helm. Eigentlich müssten die das doch aushalten mit so einem Helm hier, oder? Ich zieh den mal an. So, schwuppiwupp. Und eine Equinox, aber die ist schlechter als die normale Equinox. Die wiegt ein bisschen weniger, hat eine bessere Feuerrate, aber ja, nicht ganz so gut. So. Ich hab keine Lust mehr. Echt? Steht da jemand? Nee, sieht bloß so aus. Wo hat er sich denn jetzt verkrümelt? Ich nehme mal noch mit, können wir verkaufen. Wir haben zwar jetzt ein bisschen schwer, aber das geht schon. Oh, sieht das hier cool aus, die Stimmung? Oh, jetzt hat mich erschrocken. Okay. Sehr gut, Sarah. Du hast sie anscheinend getroffen, oder? Wie es aussieht? Oh, hier ist wieder so viel zum Looten. Schön. Schwereloses Draht, das nicht. Du bist lächerlich. Komm, Station. Weggerannt, was? So. Irgendwo hier oben ist jemand. Nächstes Mal. Zeigt sich jetzt gerade nicht. So, hier müssen wir rein.
Wobei, wir gehen erstmal hoch, na, damit wir die weg haben. Oh, ey, Entschuldigung. Du siehst so anders heute aus. Entschuldige bitte. Entschuldigung. Ja, dein böser Blick, den habe ich verdient. Hast du die getötet da oben? Sag mal, hast du die kaputt gemacht? Hier war doch gerade noch jemand. Oh, bist jetzt hier einfach rumspaziert. Da ist jemand, hörst du es? Oh, ich mag das nicht. Hier ist dunkel. Was haben wir denn hier? Forschungslabor. Ja, da ist jemand. Dachte mir schon, dass da nichts war. Doch. Ach nee, das war Sand, oder? Oh je. Da unten ist jemand. Ach nee, tot. Das ist zu viel. Ich bin weg. Hier unten irgendwo. Ist echt stiften gegangen. Lungenschaden verschlimmert. Ach, herrje. Das ist Sarah. Okay, entschuldige nochmal bitte. Sei mir nicht böse. Aber. Ja. Schrapnellgranate. Was ist das denn? Okay. Räucherfilet. Ist hier irgendwas bei? Was ich nehmen kann? Millipack, das ist schon mal gut. Hier haben wir schwere Verletzungen. Besonders schwere Verletzungen, ja, aber eher aus wie Knochenbrüche und so. So, Munition. Teilchenzünder. Oh, hier ist ganz viel Munition drin. Schaut mal bitte. Wie cool ist denn das bitte? Alles meins. Alles meins. Super. So, ja gut, dann gehen wir da unten rein. Die andere ist ja jetzt gerade mal stiften gegangen. So, das nehme ich aber alles mit, was man hier für die Produktion und so nehmen kann. Ja, sehr cool. So, Taschenlampe anmachen. Hier müssen wir jetzt rein. Oh je, jetzt habe ich mich erschrocken. Oh. Super, Sarah, du bist natürlich wieder mega stark. Oh, die stand auf einmal neben uns, habt ihr gesehen? Was hast du nur einstecken? Eine lilafarbene Rettungsaxt, das ist ja cool. Gift. Tja, das wird jetzt wohl nicht Schaden. Mehr gebraucht. Nee, die kannst du nicht mehr gebrauchen, das stimmt. So, dann wieder eine Kartusche und eine Equinox. Ich schau bloß mal schnell, was die kann. Moment. Vergiftete, oder? Verursacht zufälligen Giftschaden und verlangsamt das Ziel. Und aufeinanderfolgende Treffer verursachen jeweils höheren Schaden. Auch gar nicht so schlecht, die könnte man dann austauschen. Ja, perfekt. So, aber wisst ihr was, ihr Lieben? Ich glaube, die Folge geht schon viel zu lange. Und hier gibt es bestimmt noch jede Menge zum Looten und zu entdecken. Und das werden wir alles gar nicht mehr schaffen. Ich würde so gerne noch weitermachen, aber ich glaube, das werden wir beim nächsten Mal machen. Ja, dann erstmal bis hierhin. Ich bin mega gespannt, wie es dann hier weitergeht. Und ich hoffe, dass euch diese Folge hier gefallen hat und ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüssi.